Es gibt den als Sub, also als Subverdampfer, als 0,5 Ohm. Es gibt den aber auch mit 1,2 Ohm. Also ich habe mir 1,2 Ohm Verdampferköpfe gekauft. Die sind auch, glaube ich, original einmal dabei. Und dann kannst du den ganz normal, wunderbar verballern. Super. Und die sind, Ja, ein Subtank Mini. ja. Und der Mini ist schon eigentlich viel zu groß. Aber dabei bei Zubehör auf diesen